Hallo, ich bin's wieder, der Patrick Teichmann aus Pößneck. Ihr kennt mich auch unter dem Namen Hirschenpatrick. Und heute möchte ich euch mal zeigen, zum Beispiel die Riesentomaten. Die Früchte an der Pflanze, die können bis zu 3,9 Kilogramm schwer werden. Meine schwerste war 1612 Gramm im letzten Jahr. Und da kann man sich vorstellen, das hält keine Tomatenpflanze lange aus. Und deswegen benutze ich Strumpfhosen, um den Tomaten dann daraus eine Hängematte zu bauen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel so eine Riesentomate. Und weil die jetzt schon sehr schön gewachsen ist, bauen wir da jetzt aus der Strumpfhose so eine Hängematte, um sie ein Stück hochzuziehen und damit die gesamte Pflanze zu entlasten. Und als kleinen Tipp kann ich noch dazu geben, pro Pflanze maximal ein oder zwei Früchte wachsen lassen, dass die volle Kraft in die Früchte dann reingeht. Und warum nehme ich die Feinstrumpfhosen? Aus dem Grund, die sind weich und elastisch, die dehnen sich und schneiden damit nicht in die Tomaten ein.